Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir einmal zusammen einen Reifen flicken. Und zwar ist Schwiegervater vorbeigekommen, der hat nämlich die Reifen gewechselt, weil er macht das immer gerne selber. Und hat dann halt festgestellt, beim Aufziehen der Winterreifen, ja, dass er einen Reifen hat mit zu wenig Luft, beziehungsweise mit einem Nagel drin. Ihm ist es halt vorher nicht aufgefallen, als er Winter auf Sommer gewechselt hat. Die lag jetzt im Keller, jetzt hat er die rausgeholt und hat halt festgestellt, dass hier halt ein Nagel in der Lauffläche ist. Und da dachte ich mir, den werden wir jetzt gemeinsam reparieren. Ich habe mir dafür jetzt extra mal so ein Reifenreparaturkit bestellt und das zeige ich euch einmal, was da alles drin ist. Und dann werden wir das Ding mal gleich versuchen, wieder dicht zu bekommen. So, machen wir hier auf. Und das Set habe ich mir jetzt hier bestellt über Amazon. Den Link dazu findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und das ist ein recht umfangreiches Set sogar. Mit einer Anleitung dabei, wie das alles hier auch irgendwie funktioniert. Das heißt, für jeden, also auch für Laien, verständlich erklärt. Ne? Zack, legen wir mal zur Seite und dann gucken wir mal, was hier eigentlich so alles drin ist. Wenn wir jetzt hier oben direkt anfangen, dann sehen wir, dass wir, ich muss das jetzt mal irgendwie kurz in die Kamera irgendwie halten, dass ihr das auch alle seht. Wir haben hier ganz normale Reifenventile auch drin. Also Gummiventile, haben hier eine Spitzzange drin. Das hier, keine Ahnung genau, was das hier ist. Kann sein, dass hier so ein Stift zum Luftablassen ist oder sowas. Ehrlich gesagt habe ich das noch nie gesehen. Dann haben wir hier im Prinzip so einen Bohrer, um das Loch aufzuweiten. Dann entsprechend ja, so ein Ding, um das Ding da reinzudrücken, die Wurst dann gleich. Dann haben wir hier ganz viele von den Flicken, also von diesen kleinen Würstchen hier. Ein Cuttermesser ist hier drin, um den Überschuss dann später auch abzuschneiden. Dann haben wir hier, gucken wir einmal rein. Oh, das sieht ziemlich fettig aus. Ja, das ist dieses Gleitmittel, so wie es aussieht. Ah, scheiße. Müssen wir gleich gucken, dass wir das irgendwie aufbekommen. Und dann ist hier noch eine Box drin. Die nehmen wir hier mal raus. Und zwar haben wir hier noch eine Box mit verschiedenen kleinen Einzelteilen. Also klar, einzelne Ventile. Die werden auch gerne mal undicht. Und die kann man hier dann auch direkt mit austauschen. Wir haben hier Ventilkappen dabei, aus Metall sowie aus Kunststoff. Das ist irgendwie so ein Multitool hier. Also hiermit kann man das Ventil rausschrauben mit dem Teil. So. Und ja, das ist hier drin. Da sind noch ein paar Imbusschlüssel dabei. Ja, zwei kleine Imbus, ich glaube Dreier Imbus oder sowas sind das. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür das jetzt gleich sein soll, aber das werden wir auf jeden Fall heute nicht benutzen. Ja, haben hier unten noch Ersatz für die Garnitur hier. Das heißt, hier haben wir nochmal so ein Raspel oder sowas. Und hier ist auch nochmal so ein Ersatzteil, wo man die Wurst damit reindrückt. Zack, zack, zack. Ja, und das ist im Prinzip das Set, was wir jetzt benutzen werden, um diesen Reifen hier zu flicken. Wir gucken einmal kurz gemeinsam in die Bedienungsanleitung. Und da sehen wir, wir haben hier Deutsch, wir haben hier Französisch und Englisch halt. Hier nochmal ein kurzer Überblick über den Inhalt in dem Set. Und halt die Anleitung. Wir lesen einmal kurz die Anleitung gemeinsam durch. Entfernen Sie das Objekt mit der mitgelieferten Zange. Also Objekt heißt Nagel oder Scherbe oder keine Ahnung, je nachdem, wo ihr drüber gefahren seid. Ist halt ein Fremdkörper, ist ein Objekt irgendwo auch. Und dann hier ist Vaseline drin in diesem Töpfchen. Und die packen wir nämlich dann später hier auf die Spiralnadel und gleiten da einmal schön rein und vergrößern das Loch so ein bisschen, damit wir dann halt mit der Wurst da auch vernünftig reinkommen. Ne, die stülpen wir dann über die Gabel, hier in die Gabel schieben wir die dann gleich rein. Und ja, dann heißt es hier das Ding reindrücken, ja, bis circa 1,3 cm Reparaturschnüre sichtbar bleiben. Also es ist wirklich tief rein mit dem Zeug.
Und dann steht hier, schieben Sie die Halteplattform bis zum Ende herunter und halten Sie die Halteplattform fest am Reifen. Ziehen Sie den T-Griff schnell und fest nach oben und lassen Sie die Reparaturschnüre an Ort und Stelle. Schritt 6, verwenden Sie das Messer, um überschüssigen Seiten bündig mit dem Reifenprofil abzuschneiden und danach halt wieder aufpumpen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal ganz schnell an hier direkt. Wollen hier keine Zeit verlieren. Schauen, wie schnell wir das jetzt hier hinbekommen. Ich tue das jetzt mal alles hier beiseite. Bereite jetzt alles schon mal vor. Das heißt, ich nehme hier schon mal so eine Wurst hier raus. Boah. Das ist schon ziemlich klebrig, die ganze Geschichte. Ach, so. Führe die hier schon mal so ein. So. Sieht aus wie so eine kleine Mettwurst. Hier irgendwie, boah, das klebt natürlich wie Sau hier schon. Das kommt so langsam durch und nimm mal die Zange und versuchen das ganze Teil hier einmal schon mal so reinzuziehen, ob das funktioniert. Damit es mittig ist, hier möglichst. Dann noch ein Stück. So, jetzt haben wir das hier schon mal auf jeden Fall vorbereitet. Dann legen wir das einfach kurz beiseite. Dann müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir hier diesen Topf mit Vaseline offen kriegen. Ich muss jetzt mal schauen kurz. Dann werden wir jetzt mal das hier gucken. So, Vaseline. Und dann hier mit den Dingen. Ja, ziemlich fest für Vaseline. Ist da noch ein Deckel drauf? Ah, gerade sagen, was ist denn das, ey? So. Und hier mit den Dingen einfach mal hier so rein. So, dann ist auf jeden Fall Vaseline jetzt drauf. Deckel wieder drauf hier und zu. So, so dann geht's los. Nagel rausziehen, das Loch aufweiten und dann schnell den Flicken reinstopfen wieder, bevor zu viel Luft verloren geht, weil dann gibt der Reifen irgendwann nach. Deswegen sollte man sich da auf jeden Fall beeilen. Der ist jetzt ja, noch ziemlich hart. Den haben wir gerade erst richtig aufgepumpt, dass da halt auch Druck drauf ist. Und ja. Legen wir direkt mal los. Ich stelle die Kamera einmal um, damit ihr das genauer seht. So, dann ziehen wir hier den Nagel raus. So, wir hören schon, dass es hier raus wird. Das heißt, jetzt hier mit dem Ding hier rein. So. So, das ist genug Leitmittel drin. Das heißt, jetzt versuchen wir direkt, ohne großartig zu warten, das Teil hier reinzudrücken, den Flicken. So, Flicken ist drin. Wir haben jetzt hier so diese 1,5 cm, die das Ding halt rausguckt. Und ja, ich habe halt gelernt, dass man das jetzt einmal irgendwie eine halbe Umdrehung drehen sollte und dann rauszieht. So, Flicken ist drin. Ich höre hier jetzt nichts mehr, das scheint jetzt dicht zu sein. Der Rest wird hier jetzt einfach nur abgeschnitten bündig. Das ist dann der Rest Vaseline. Und ja, das dichtet jetzt mit der Zeit einfach ab, beziehungsweise das ist jetzt dicht und das wird dann irgendwann halt hart noch. So, jetzt schaut euch das Ergebnis hier an.
Also ich bin zufrieden. Jetzt geht es natürlich darum, das hier so ein bisschen zu beobachten, das Ganze. Ob sich hier nicht irgendwann vielleicht noch eine Beule bildet oder so. Weil dann heißt es, dass hier wirklich die Karkasse beschädigt ist. Und dann muss der Reifen halt auch wirklich instand gesetzt werden. Beziehungsweise erneuert werden. Aber wie gesagt, das ist so der erste Versuch, den man betreiben kann. Ja, sieht gut aus. Scheint funktioniert zu haben. Wir montieren jetzt den Reifen auch direkt einmal. Und ja, dann kann der Winter kommen. Ne? Ja, das war's schon in diesem Video. Sehr einfache Reparatur, sehr schnell. Das hat jetzt hier gefühlt keine 5 Minuten oder so gedauert. Wie gesagt, wir haben hier in diesem Set halt genug Zeug da, um halt wirklich mehrere Reifen zu flicken. Ich glaube, da sind allein schon, ich glaube, 30 von diesen Stopfen überhaupt dabei. Ja, ich sag mal so, für den Profigebrauch super, weil die braucht man wahrscheinlich dann häufiger. Für den Privatgebrauch wahrscheinlich ein bisschen zu viel, denn die Dinger sind nicht endlos haltbar. Irgendwann härten die halt aus und dann bekommt man die auch nicht mehr vernünftig rein in den Reifen. Die kann man aber alle einzeln nachkaufen, ganz normal. So Nachkaufset werde ich euch auch mal verlinken, dann habt ihr das alles. Und ja, hier ist die Anleitung nochmal. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert den Kanal, ich würde mich freuen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch geholfen hat oder wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.